gibt's jetzt ein Video von Ellie Jello. Ellie über den Vorfall im Restaurant nach dem Amar-Event. Wir hören mal rein, weil ich hatte wirklich ein Déjà-vu. Also nicht, weil ich schon mal davon geträumt habe, sondern weil ich es mir tatsächlich schon mal hautnah miterlebt habe. Ohne Witz, das spreche ich auch nochmal fucking on-stream an und dann nehme ich auch zwei Leute wieder raus. Nico und Spendi haben mir geschrieben, also Inscope. Sonntag. Bro, was ist hier los? Wann war ich beim Event? Donnerstag. Donnerstagabend, wir gehen essen. Irgendein teures Restaurant in Hamburg. Nach dem Event. Aftershow-mäßig. Und ich weiß nicht, 30, 40 Leute oder so. 30, 40 Leute. Eigentlich wollten wir nur so 10, 12 Leute. Junge, 30, 40 Leute, die alle Influencer sind, gehen zusammen essen. What the fuck? Aber irgendwie wurde es am Ende 30. 30 Leute. Jeder hatte so seine Gruppe. Bei uns gab es auch genau sowas gefühlt, also vom Ablauf her, mit Alim damals zu diesen Kellerzeiten. Wir waren bei einem Event und danach sind wir alle zusammen essen gegangen. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, wie viele Leute wir insgesamt waren. Weiß ich, das waren so 15, 25 Menschen. So, wenn man alle zusammenzählt. Damit ihr einfach auch die Geschichte von uns nebeneinander habt. Ne, die einen saßen da, die anderen saßen da, die anderen saßen da. Ich saß mit Melina, Isa, Willi und Sydney. Wir waren zu fünft. Wir waren aber die Letzten, die da waren. Also, bei uns, Kuma, war das auch so. Alim, wir und unsere Jungs, wir saßen in einer Ecke. Ich schwör's euch, die anderen sind nicht mal neben uns gesessen. Also, das war so, wir waren an einem riesigen Tisch, aber eigentlich, wir waren halt in unserer Ecke und die waren halt mäßig in deren Ecke. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind als Letztes gegangen, weil wir chillen wollten. Wir haben da noch so ein bisschen was getrunken, ein bisschen was gegessen, wollten unser Leben chillen. Wir waren also die Letzten. Bro, wir gehen dahin. Ich gehe so zu. Ich fand das so lustig, als ich das gehört habe. Achtet jetzt. Zu Dings. Vadial war. Nee, der ist auch nachgegangen. Wir waren so eine. So. Niki, der Bruder von Trimax, ist später noch gekommen. Und Vadial, die saßen ab und zu mal bei uns. Amar saß also auch mal kurz bei uns. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Dann gehe ich dahin. Jeder sollte sein Ding zahlen. Jeder sollte seinen Tisch sozusagen selber zahlen. Bro, eigentlich erst recht, wenn man sich nicht kennt. Natürlich, Bro. Das sind ja jetzt nicht die allerbesten Freunde auf der ganzen Welt. Vielleicht der ein oder andere kennt sich ein bisschen mehr oder weniger. Aber trotzdem, wenn da so 40, 50 Leute am Start sind, Bruder, ist doch irgendwo selbstverständlich, dass man zumindest anbietet, dass man zahlt. Was ist das denn? Also man versucht doch zumindest sein Essen zu zahlen. What the fuck? Also das geht doch nicht. Ich habe bestimmt schon verloren, also sollte ich zahlen für unseren Tisch, unserer Fünfergruppe. Ich gehe da so hin, sagt der Typ so zu mir. 5x5 Chat. Seid ihr die Letzten? Ich so, ja, ja. Er sagt so, ja, na gut, hier sind noch 15 Steaks offen. Ich dachte mir so, genau dasselbe ist uns damals mit Alim passiert. Bruder, wir sitzen da. Chat, wir waren noch als Letzter an diesem Tisch, ne, wo wir damals essen gewesen sind. Wir wollen gehen. Alim sagt, Jungs, ich zahle für uns und so, alles entspannt. Er will halt für unsere Jungs zahlen. Da waren so 5 Leute oder sowas. Bro, dann, wir sind beim Kellner. Plötzlich, Alim zahlt für, keine Ahnung, 15, 25 Leute oder so. Ich schwöre es euch, von diesen YouTubern, kein einziger hat bezahlt, der mit uns da gewesen ist, Chat. Die sind alle einfach rausgegangen. Die sind alle einfach gegangen. Hä? Ich so, sag mir, 15 Steaks? Wir hatten 5. Er so, ja, ja, nee, hier sind noch 15 Steaks, ein paar Beilagen, ein paar Getränke sind hier noch offen. Ich sag so, okay, wie viel ist es denn? Er sagt, 1500 Euro sind noch offen. Alim meinte, Standardskill hat auch bezahlt. Auch ich glaube, irgendwie so war das. Ein, zwei Leute haben so angeboten oder mitbezahlt. Voila, da weiß ich gar nicht mehr genau, wie das war, Chat. Da könnt ihr euch wahrscheinlich an die Story noch besser erinnern als ich. Aber in der Story ist es wahrscheinlich auch so gewesen, dass ein, zwei Leute bezahlt haben. Aber es geht ja gerade darum, dass der Großteil der Leute einfach abgehauen ist. Also es geht nicht explizit um Person XYZ oder so. Es geht wirklich um das Geschehen, dass 90% der Leute einfach verschwinden. Ist, Digga, wie 1500 Euro? Bruder, 1500 Euro, Chat, das ist schon wirklich eklig. Ohne Spaß. Er sagt so, ja, also es tut mir leid und so, hier sind noch 1500 Euro offen. 1500 Euro, Chat. Okay, der Mann, guck mal, er verdient gutes Geld, Mashallah, bei ihm läuft und so weiter und so fort. Aber das sind doch alles YouTuber. Die machen doch alle gutes Geld. Ich verstehe das nicht. Da meinte er so, soll ich die anrufen, dass sie herkommt? Ich so... Boah, erst recht bei uns damals. Ich könnte euch manche Namen nennen, ne? Ich habe jetzt gar keinen Bock, das zu thematisieren oder anzusprechen wieder. Boah, aber da waren YouTuber dabei. Die haben sich im Millionenbereich bewegt, Chat. Wirklich, die waren richtig, richtig erfolgreich. Ich denke einfach, die haben dieses Bewusstsein zur Realität verletzt.
verloren, dass die sich denken, oh mein Gott, wir machen so viel Geld, ach, diese 1500 Euro sind für die nichts. Das finde ich so ekelhaft, Chat. Das finde ich irgendwie so abartig. Keine Ahnung, Bruder. Nur weil das für dich vielleicht kein Geld ist, heißt das ja nicht, dass du mit dem Geld anderer Leute so umgehen musst. Das finde ich so ein bisschen verantwortungslos. Nein, so scheiß drauf, aber was ist da? Habe ich mir das so angeguckt? Digga, da haben 10 Leute ihr Steak nicht bezahlt. Und das, weißt du, es kann ja passieren, meine Pommes, ja, oder meine Cola nicht anzunehmen. Ich glaube aber sogar bei dem prozentual haben mehr Leute bezahlt. Also bei dem waren ja so irgendwie 30, 40 Leute am Start angeblich, wie es aussieht. Und von denen ein paar haben ja sogar zumindest ihr Essen bezahlt. Bro, bei uns wirklich, da waren vielleicht ein, zwei Personen, die ihr Essen bezahlt haben. Der Rest, der ist einfach, keine Ahnung, nach Ohio abgehauen. Ich habe mich umgeguckt, die waren alle schon auf dem Heimweg, Chat. Und das Ding ist, mein armer Bruder, ne, er steht da beim Kellner, Chat. Er will auf cool bezahlen. Der Typ will plötzlich batzen von ihm. Oh, das vergisst du. Digga, da gab's Sachen, da gab einfach 10 Leute, sind einfach, haben einfach ihr Steak nicht bezahlt. Da haben ganz viele ihre keine Ahnung, manche hatten auch irgendwie Pommes oder Vorspeise oder weiß nicht was, irgendwelche Getränke auch, ne? Und die sind einfach rausgesteppt. Ja, das war bei uns genauso. Das war so lustig, ich schwör's euch. Die sind einfach, jeder soll... Bro, die sind einmal rausgegangen. Und das Ding ist, im Nachhinein, ich habe ja sogar gesehen, wie die rausgegangen sind. Aber wir haben halt gedacht, dass die schon bezahlt haben. Am Ende, wir sehen, Junge am Tisch sitzt irgendwie gefühlt gar nicht mehr. Wo sind die alle hin? Leute sozusagen das angeben, was er so bezahlt hat. Die sind einfach rausgelaufen. Und ich, Digga, die sind ja voll im Arsch dann. Und weißt du wer? Nein, keine Ahnung. Mir hat dann InScope noch geschrieben, auf korrekt. Er hat mir dann über Insta am nächsten Tag geschrieben. Und hat so gesagt, so, Digga, soll ich dir PayPal was übersenden und so, also rübersenden, weil das geht nicht. Ich so, nein, scheiß drauf, so, dafür kannst du ja nichts. Er meinte so, er schämt sich voll dafür, so fremdschammäßig, aber er konnte ja nichts dafür. Also InScope und Spendi haben sich sehr cool verhalten. Ah, InScope und Spendi haben ihr Essen bezahlt. Die haben ihn angeboten, dass die auch das mitbezahlen. Voila, das Ehrenmann-Move, Chat, das ist Ehrenmann-Move. Die haben mir dann noch geschrieben gehabt, aber ich finde das übelst ehrenlos. Ich war da noch so ein bisschen angehackt. Das Ding ist, ich habe auch gesehen, ein Bre hat so eine These darüber aufgestellt, der da wohl auch dabei gewesen ist. Einer, der heißt Aditoro, glaube ich. Ich schwör's euch, sorry, falls ich es falsch ausspreche oder so. Und der hat halt alle nachgefragt, die da dabei gewesen sind. Boah, und jetzt gefühlt jeder sagt, er hat sein Steak bezahlt. Weiß, ich finde das auch so komisch. Am Ende des Tages einer, auf den ich... Bro, wer wird denn wirklich direkt zugeben, dass er nicht bezahlt hat? Versteht ihr, was ich meine? Plot Twist, Kellner hat ihn gescampt. Das habe ich mir auch gedacht. Stellt euch vor, Kellner hat ihn mies verarscht. Ganz so realisiert. Aber ich finde das so schlimm. Und dann sind da diese Möchtegern-Influencer, die dann auch so auf Schickimicki-Lifestyle machen. Bro, ich weiß genau, wen er meint. Ich weiß genau, wen er meint. Das sind diese Influencer, die Dings. Ich habe 12 Immobilien, ich habe 20 Wohnungen und so. Bruder, scheiß drauf, Chat. Und dann aber rausgehen und ihr scheiß Deck nicht mal bezahlen. Ich würde richtig gerne wissen, wer das war, ne? Digga, das ist übelst ehrenlos gewesen. Batschim. Und dann kommen sie hier an mit VIP-Leasing und weiß ich nicht was. Und dann bezahlt er nicht mal ihr scheiß Nuttensteak. Oha! Die wollten mit Story bezahlen, ja, ja. Rein in die Geschäftsvideo überwachen und analysieren. Oder der Kellner Bre hat sich die 15 Steaks ausgedacht und das Bader ging in seine Tasche. Bruder, das wäre krass. Das wäre auch sehr smart, ja. Aber ich glaube nicht. Mast Schummels. Nein. Und die anderen, so mit denen ich da war, die können ja nichts dafür. Aber ich sag euch, wie es ist. Vom Vorfall her, er ist sogar besser weggekommen als Alim. Bruder, damals bei Alim, boah, ihr müsst euch überlegen, so, das waren Leute, die kannten wir überhaupt nicht. Wir hatten nichts mit denen so gefühlt zu tun. 90%, die da am Tisch waren, tamam, die sind einfach abgehauen. Das war so, das war komisch für mich. Ich dachte mir wirklich, was geht hier ab gerade, Bro? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wer alles da war, Chat. Das war so voll, der Laden. Das war... Ja, bei uns war auch so. Da waren so viele, die kannte ich nicht mal. Da waren bestimmt 30, 40 Leute vor uns da. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Weiß nicht mal. Riecht komisch. Was wäre passiert, hättest du nicht zahlen können? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht.
Stimmt, was für, ey, ehrlich, was wäre passiert, wenn er hätte nicht zahlen können? Teller waschen oder was? Stellt euch vor, Bro, er macht Abwasch für einen Monat. Ey, das war echt Lachkick. Freunde, aber macht da jetzt kein Fitner auf jede Person bezogen, die da damals dabei gewesen ist. Ich schwör's euch, ich habe die Story auch nicht hundertprozentig jetzt im Kopf. Ich fand das einfach verstörend damals, wo das passiert ist. Aber jetzt zum Beispiel natürlich so einer wie Standard Skill, das ist ein Ehrenbruder. Bro, der war auch immer sehr, sehr korrekt zu mir. Ein sehr lieber, bodenständiger Kerl. Deswegen ihn generell, ihr könnt da euch ausdenken. Also ihr müsst ihn gar nicht im Kopf haben, wenn ich sowas erzähle. Ich meinte generell halt bezogen auf diese ganz komischen Leute, die da dabei gewesen sind. Und erst recht, genau wie er das meinte, konnte mich so assoziieren bei dem, was er da gesagt hat. Das waren erst recht diese schickimicki coolen YouTuber. Oh mein Gott, ich bin so reich und so cool. Ich lebe voll den Highlife und ich bin voll im Business drin. Boah, das waren die ersten, die da aufgestanden und gegangen sind. Keine Ahnung, das war voll weird. Auf jeden Fall, jetzt sehen wir gerade, solche Dinger passieren nicht selten. Glaubt mir, das sind vielleicht Stories, die jetzt zweimal an die Öffentlichkeit gekommen sind. Aber hundertprozentig, sowas passiert viel öfter, weil die Leute einfach so schamlos sind, Bruder. Die sind einfach so schamlos. Das ist so eklig. Und ich sehe oft, dass so in ekelhaften Situationen Leute das einfach für sich ausnutzen, um weiter voranzukommen und sich ein paar Euros zu sparen oder so. Okay, tamam, mach das, Bruder. Achte auf dein Geld. Sei nicht so verschwenderisch, aber doch nicht auf den Nacken der anderen Leute. Sei doch kein Geier. Bruder, sei doch kein Geier. Was ist denn sowas? Hasse ich.